Die Wirtschaftsministerin ist am Wort, Margarete Schramböck. Gerald Loacker von den NEOS haben wir gerade gehört. Werte Zuseherinnen und Zuseher, die österreichische Wirtschaft ist eine jener in Europa, die am stärksten wächst. Und ja, wir haben dafür investiert. Und nur kurz zum Kollegen Angerer, zum Nationalratsabgeordneten Angerer. Es geht darum, dass jeder Euro richtig und gut ausgegeben ist. Und ich bereue keinen einzigen Euro, den wir in die österreichischen Unternehmen investiert haben. Und ja, wir haben Unternehmen unterstützt in den unterschiedlichen Branchen. Und ja, wir haben kleine Unternehmen und große Unternehmen unterstützt. Wir haben Leitbetriebe unterstützt, genauso wie EPUs. Und ja, es sind unterschiedliche Maßnahmen zu unterschiedlichen Phasen dieser Pandemie notwendig gewesen. Und auch dazu stehe ich. Sie waren richtig investiert, sie waren gut investiert. Und ich möchte jetzt dann auch auf die Themen des Budgets entsprechend eingehen. Wenn wir uns anschauen, was beschäftigt die Unternehmen heute, dann ist das die Pandemie weiterhin, das ist ein Thema, der Fachkräftemangel und der Arbeitskräftemangel und das Thema Rohstoff- und Energiepreise. Und lassen Sie mich, bevor ich auf die Budgetzahlen eingehe, ein bisschen darauf auch eingehen. Die Pandemie dagegen hilft eines, impfen, impfen und nochmal impfen. Und das sage ich nicht nur, weil es das Thema der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher ist, sondern es geht auch um jeden Arbeitsplatz. Und da gilt es jetzt schon für jene, die noch nicht geimpft sind, aufzuwachen und mitzumachen und die Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern insbesondere für die nächsten Generationen, für unsere Kinder und für die Enkelkinder. Denn es ist nicht Gott gegeben und es ist nicht selbstverständlich, dass es in Österreich diesen Wohlstand gibt. Und da muss jeder und jede etwas beitragen. Und ja, dann habe ich heute gesehen vom Herrn Nationalratsabgeordneten Kalniak, FPÖ, Gesundheitssprecher, der da geschrieben hat, das Ziel der ÖVP ist die Erhöhung der Durchimpfungsrate. Ja, genau, das ist genau unser Ziel, die Erhöhung der Durchimpfungsrate, denn jeder Stich zählt. Jeder Erststich, jeder Zweitstich und jeder Drittstich und möchte die FPÖ nochmal dazu auffordern und sie auch dazu anhalten, hier mitzuhelfen. Denn das unterscheidet Österreich von anderen Ländern. Schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Dänemark. Da sind alle Parteien geschlossen für das Impfen und deshalb haben sie eine höhere Impfquote und das ist die Ursache. Ich möchte deshalb jeden Einzelnen auffordern, wer zum Eislaufen gehen möchte mit seinen Kindern, lassen Sie sich impfen. Wer sein Bier trinken will im Gasthaus, lassen Sie sich impfen. Und wer auch andere Themen machen will, lassen Sie sich impfen. Das ist das Allerwichtigste, was es im Moment gibt. Wenn wir als Nächstes zum Thema Fachkräfte schauen, Fachkräfte und Arbeitskräfte. Da ist ganz ein wesentlicher Punkt im Moment, dass wir einen Maßnahmenmix brauchen. Und ja, Sie sprechen es richtig an, die Lehre ist wichtig, aber wir werden mit den Jugendlichen, die wir jetzt haben, die in Anzahl nicht genügend sind, auch das Lehrlingsproblem nicht lösen, sondern wir müssen neue Wege gehen. Wir brauchen Lehre für Erwachsene, wir müssen schauen, dass wir Erwachsene auch in die Lehre bringen, die sich verändern wollen, die etwas Neues lernen müssen und wir brauchen vor allem die Lehre nach der AHS-Matura. Das ist ein weißer Fleck im Moment und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Eltern davon überzeugen, dass es gut ist für die Karriere der Kinder, dass sie nach der Matura, nach der AHS-Matura eine Lehre machen. Digitale Bildung ist wichtig und auch mehr Frauen in MINT-Berufen. Zum dritten Thema der Rohstoffe und Energiepreise, da möchte ich eines sagen, es ist ganz wesentlich, Infrastrukturprojekte auszubauen. Es braucht mehr Energie in der Zukunft und dazu braucht es auch Infrastrukturprojekte, die rasch ausgebaut werden. Hier eine Beschleunigung, das tut uns gut. Impulse zu setzen, das war unsere gemeinsame Aufgabe und die haben wir gesetzt. Ein Impuls davon ist genannt worden, die Investitionsprämie. Davon sind 1,5 Milliarden im Budget 2022 festgelegt in der UG 40. Auch die ABA hat mehr Budget, 1,5 Millionen. Es geht um Ansiedelungen und auch um das Fachkräftethema. Das Baubudget ist mit 68,5 Milliarden im Budget vorgesehen
Und ja, wir investieren auch in den Pharma-Bereich, in den Life-Science-Bereich mit 58,6 Millionen Euro. Soll Österreich auch mit beizutragen, eine Apotheke Europas zu sein, um die Impf- und Medikamentenerforschung entsprechend auch weiter auszudehnen. Und wenn ich von der Produktion oder wenn ich von Medikamenten gesprochen habe, so geht es mir um Medikamente auf der einen Seite und um Impfen auf der anderen Seite. Und ja, es gibt Unternehmen, die gerade auch Medikamente am Weg haben für Covid. Und ja, es ist wichtig, dass der Österreich ganz weit vorne mit dabei ist, um diese Medikamente auch zu beschaffen. Und da geht es um eine Zulassung, die Mitte November von der EU erteilt werden wird, und das ist wichtig, dass wir das tun. Ein weiterer Investitionsbereich ist im Bereich der Mikroelektronik, in der Gründung von Startups. All das sind Dinge, in die wir investieren. Wir investieren natürlich auch in den Bereich der Digitalisierung. Der Digitalisierungsfonds ist mit 80 Millionen Euro dotiert, KMU Digital mit 5. Die Innovation Camps sind drinnen, Digital Bootpro Camps und Digital Innovation Hubs. Die digitale Verwaltung ist wesentlich, dass wir hier weiter ausbauen. Wir haben es gesehen, wir sind nach vorne gekommen von Platz 13 auf Platz 10 im DESI-Index. Das ist der Digital-Index, und das ist harte Arbeit von vielen. Da geht es um 4 Komponenten. Es geht um das Thema digitale Bildung, es geht um das Thema Infrastrukturen, es geht um das Thema Digitalisierung in Unternehmen und der 4. Punkt eben die digitale Verwaltung. Unsere stärksten Bereiche sind das digitale Humankapital und die digitale Verwaltung. Hier geht es weiterzumachen. Auch das ist im Budget entsprechend vorgesehen. Wir haben alles dazu da und die Instrumente in der Hand, unsere Wirtschaft zu unterstützen. Und noch eines möchte ich noch mal sagen. Wir haben die richtigen Maßnahmen gesetzt und wir werden auch in Zukunft die richtigen Maßnahmen setzen. Herzlichen Dank. Applaus